Aber ich suche eigentlich ganz normales Wasser. Wasser? Ja. Du meinst wie das im Klo? Wozu? Ich will mein Auto damit betreiben. Kann man lesen. Kannst du? Ja, weil. Ganz klar, hier macht die eben die Zelle, da kommt das HAO-Gas rein, da drin muss es eben ein bisschen geblüppeln und dann kommt es eben hier rein. Das ist nur die Reinigung. Das ist ein Bubbler, ja, der dient also Sicherheit. Eigentlich als Sicherheit, beziehungsweise dann um Wasserdampfanteile, beziehungsweise Elektrolytanteile, die im Wasserdampf gebunden sind, rauszuwaschen. Ja. Dann kommt es hier raus, da habe ich nur so einen Gasflammenrückschlag linksbums drin, wobei der auch nicht immer so super funktioniert, weil es ist schon ein Teufelszeug. Und jetzt sieht man zum Beispiel, muss ich mal gucken, ob sie das schon. Na, braucht noch ein bisschen. Jetzt muss man noch ein bisschen warten, dann muss ich schauen, ob das. Ja, doch, es kommt eigentlich schon. Ich habe es jetzt noch nicht verstanden. Wie entzündet sich oder wie kommt das jetzt zustande? Also, es ist folgendermaßen, wenn HHO-Gas mit Platin in Verbindung kommt, ist es so, dass es sich also sofort spontan entzündet, wenn die Konzentration hoch genug ist. Ansonsten wird es eben in diesem Cut praktisch katalytisch verbrannt. Das heißt, das HAO wird wieder zu H2O, also zu Wasser, und gibt eben Wärme frei. Jetzt. Und schon ist explodiert. Schau, zack. Da hatte ich es mal drauf gehabt, jawohl. Ja. Oho. Also, da wird es jetzt schon glühen. Ne? Nur, zack, dass das schon Gas wieder jetzt hier reinkommt. Also, ja, das ist hier mit dem, weißt du, dieser. Und wenn man das eben, wir können es dann hier mal so ein bisschen laufen lassen, so einfach in den Cut reinblasen. Und nach einer Zeit, weil zu sehen wird, der warm und da oben dampft es dann raus. Ja. Und so könnte man es eben als Heizung verwenden, dass das völlig ungefährlich ist, weil du keine Flamme hast. Ne? Weil sonst so HHO, also jetzt nicht die Mengen, aber wenn du da mehr hast, das ist schon ein bisschen, Aber wenn du eine Möglichkeit hast, diesen Wasserstoff praktisch mit wenig Energieaufwand zu erzeugen, sprich zum Beispiel die Lichtnummer von Hasches. Ja, wenn ich quasi, sag mal so, HAO-Menge mit 10 Watt erzeugen kann und kriege 100, also, oder 50 Wärme raus, also, dann kannst du dir echt die Finger verbrennen. Und wenn man dann später mal genau hinschaut, sieht man es auch dampfen oben. So, Libby, jetzt exklusiv für dich. Der Walter Meinl-Bedini. Ja, hier. Ja, ich habe den Auftrag bekommen. Jawohl, Action for Free wollte, dass ich hier mal hingucke. Also, ja, ganz normal. Verzwirlte Drähte und dann als Trigger Optokoppler. 2 Stück. Die. Im Solid-State-Relais gekoppelt sind. Und dann noch hier so einen kleinen. Eine Frage: Wie heißt denn der Action for Free eigentlich in Wirklichkeit? Das ist der Frank. Also was zum Beispiel ein Wahnsinnsgeschäft war, die Erfindung des Kronenkorkens. Der war sehr lange geschützt. Ja, du, ich meine so. Und der Typ hat für jeden gottverfluchten Kronenkorken auf der Welt irgendwie einen Cent bekommen. Ich halte es fest. Es ist immer so, ich muss erst was anderes. Und ich muss mal Tent waschen, weil da muss man saubere Finger haben. Alkohol. Was denn einfriert? Also, falls liegen bleiben sollte, schaust du gleich noch einen kurzen dabei.
Ja, also 99,9% Isopropanol, das kann man nicht überkochen. Also, das ist jetzt ein halber Liter. Man haut, sagen wir mal, wir nehmen das immer so ein bisschen, 2, 3, so, und vielleicht 9. Vielleicht. Also ganz genau abgewissen ist das. Man sagt immer am Anfang, ja, 5% oder so, scheißegal, das sind halt. Weil du musst dann sowieso noch gut nachtun. So, dann rühren wir das ein bisschen. Und dann muss er noch anklemmen auch. Und da schaue ich jetzt eben, dass das nach unten wieder alles rausläuft. Das ist jetzt erstmal der erste halbe Liter. Da muss man dann ein bisschen Zeit geben, nur es pluppert, jetzt läuft die Zelle voll, dann kann man gleich da unten gucken. Okay, also der Becher ist noch da. Wenn das hilft, gehe ich mal kurz auf die Toilette. Irgendwas braucht dann Strom. So, dann schütten wir. Vormal, Pütze ist keine. Sehr gut. Dann schaut das schon mal gut aus. Also diesen Behälter, den macht man nicht randvoll, sondern ich sage mal so, sage mal bis zu der Ecke da ungefähr. 2-3 cm. Also jetzt braucht die schon 5 Ampere. Das muss erst auf Wärme kommen, wa? Ah. Auf Temperatur muss erst kommen. Ja, und die braucht jetzt auch mehr Elektrolyt. Je mehr du reintust, umso mehr Strom. Oder auch wenn du Gas gibst, wird er wahrscheinlich keine Rußdinge raushauen. Ja. Ah, nee. Ja, das ist. Ja, ganz leicht. Ja. Das wird aber auch noch besser. Ja, klar. Ja, ist ja alles dazu. Das hast du auch reinigen. Ich will die Abwehr sauber. Ja. Schaut das schön aus. Ach, man muss das Ding toll im Dunkeln aussehen, genau. Ja. Oh. Das war das Lichter. Jetzt war das Lichter aus. Nur schlafen, das stand da. Oh, jawohl. Oh ja. Design Award hat es auf alle Fälle schon gewonnen. Ja, das definitiv. Das ist aber irgendwie auch aus Zufall entstanden, ne? Zuerst war das so Ring und dann habe ich eben dieses Kupferrohr gemacht. Das ist nichts anderes als ein Gasrohr aus dem Baumarkt. Ne? Also ist auch mit der Zeit gewachsen? Ja, mit der Zeit gewachsen, klar. Und dann habe ich das so hinbaut und dann schaue ich es an und sage, das Ding ist, das kann ich ja gar nicht bringen. Das ist ja viel zu gut. Herrlich. Okay.